Rund 100 interessierte Migranten haben sich am Mittwoch im Bau-ABC in Rostrup über Berufe im Bau informiert. Im Aus- und Fortbildungszentrum des Bauindustrieverbandes Niedersachsen-Bremen erhielten sie einen Einblick in 10 Gewerke des Bauhandwerks. Organisiert worden war der Besuch von den Agenturen für Arbeit in Nordhorn-Papenburg und Leer sowie von der Weser-Ems-Achse, ein Bündnis von Unternehmen, Kommunen, Bildungseinrichtungen, Kammern und Verbänden in Ostfriesland, im Emsland und in der Grafschaft Bentheim. Schüler der Sprachlernklassen an den berufsbildenden Schulen Ammerland hatten die Gruppen komplettiert. Vor allem sollte den Flüchtlingen deutlich gemacht werden, was sie in der Region beruflich alles machen können. Viele Menschen, die als Flüchtlinge in den Nordwesten kommen, zieht es nach ihrer Anerkennung in die Ballungszentren und großen Städte. Dabei ist der Bedarf an Fachkräften und Mitarbeitern im Nordwesten groß.